Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja Leute, die Folge, die letzte, die ist ja schon eine Weile her. Ihr habt gerade, beziehungsweise ihr werdet gleich. Warte mal, wie alt ist das Material? 3 Monate? Ne, 4. 5. Ja, 4, 5 Monate ist das alt. Ich werde euch gleich 4 Monate altes Timelapse-Material zeigen. Und ja, ich habe da geangelt und das war auch recht viel, was ich erwischt habe. Ich weiß jetzt gerade nicht genau was. Also ich glaube auf jeden Fall einen Sattel, ein paar Fische und ich kann ja mal im Lager gucken. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Den habe ich schon gezeigt. Alter, ich weiß es echt nicht mehr. Ja, das habe ich wahrscheinlich noch erwischt. Da müsst ihr gleich mal genau hingucken. Vielleicht erkennt man das. Vielleicht landet das ja in der Hotbar unten. Ich habe jetzt auch nochmal stichprobenartig reingeguckt, aber nicht genau. Gut, würde mal sagen, ja, ich war mal so nett und habe den Helm abgenommen für die Anmoderation. Den lege ich jetzt wieder an. Gut, ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt erstmal das Material. Dann würde ich sagen, bis gleich. Das war jetzt eine halbe Stunde am Material, die ich fleißig runtergeprügelt habe. Und für die Folge habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Jetzt stehe ich natürlich super. Augenblick. Also, ihr seht den Anfang vom Dach. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das war, glaube ich, sogar in der letzten Folge. Das Dach möchte ich jetzt aber nicht weiterbauen. Okay, ich habe mir überlegt, ziemlich spontan, dass wir diesen Kuhboden, diesen Grasboden mal wegmachen könnten.
Und stattdessen machen wir hier einen Birkenholzboden. Probieren wir zumindest einfach mal aus. Ich würde mal sagen, okay, eine Timelapse mache ich nicht, weil ich möchte nebenbei mit euch über was reden. So, da mal eine Eisenschaufel. Dann nehmen wir uns noch Birkenholz aus der Truhe. Ich werde das jetzt erstmal mit... Ah ja, stimmt, die großartigen Features aus dem Update. Ja, man kann tatsächlich sogar direkt hier diese ganzen Sachen craften. Finde ich persönlich sehr geil. Naja, egal. Wir kennen die meisten Rezepte ja eigentlich auswendig. Ja, ich gucke immer dahin, weil da wieder der Laptop ist. Für die, die neu sind, kann ich es ja nochmal zeigen. Spiel. Laptop. Genau. So sieht das nämlich aus. Reißen wir jetzt hier mal den Grasboden aus. So, und ich habe festgestellt, also meine Abonnentenzahl ging ja mal runter auf, ich glaube, 59. Und dann durfte ich vor einigen Tagen erfreut feststellen, dass ich wieder 62 Abonnenten hatte. Ja, also für euch ist das jetzt vielleicht klein. 60 Abonnenten. Oder ein Unterschied von 59 bis 62. Das sind ja 4 Leute. Gut, das ist vielleicht nicht unbedingt viel, aber für mich eigentlich schon. Weil, ja, ich habe halt nicht viele und, ja, wie kann man das jetzt sagen? Das Ding ist, halt als kleiner YouTuber wertschätzt man die paar Abonnenten, die man hat. Und 1, 2, 3, 4, das können schon verdammt viele sein. Und ich muss meinen Laptop zuklappen. Der nervt. Moment, jetzt musste ich nochmal gerade überlegen, dass... Rezeptbuch können wir mal wieder dicht machen. So, ich verlege jetzt hier die Blöcke. Die Blöcke erstmal so. Und wenn mir das gefällt, dann werde ich was machen. Ich werde euch gleich sagen, was. Erst nochmal zu den Abonnenten. Also, ich weiß nicht, ob ich das in einem Video gesagt habe. An sich sind mir die Abonnenten scheißegal. So habe ich das wahrscheinlich mal gesagt. Aber so extrem ist es nicht. Also ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten, der da ist und auch zuschaut. Aber ich möchte mich nicht dafür abstruggeln müssen. Und ich möchte auch nicht mich irgendwie festlegen und binden müssen. Ich möchte einfach das machen, was mir auf YouTube Spaß macht. Und wenn das trotzdem Leuten gefällt, freue ich mich natürlich. Also die, die jetzt hier abonniert haben, die haben natürlich schon meine Aufmerksamkeit und meine Anerkennung und meine Dankbarkeit. Das zu mir halten. Und ich sehe gerade, ich gehe gerade out auf Birkenholz. Aber ich habe noch Rohholz, das ist sehr gut. Das sollte erstmal reichen. Wobei, stimmt, wir können erstmal gucken, ob das aussieht. Ich habe nämlich einen Trick. Nämlich, wenn es jetzt gut aussieht, reißen wir die Blöcke nochmal raus und machen stattdessen Half-Steps rein. Weil wir haben dann unten vielleicht einen Zwischenraum von einem halben Block, aber was soll's, der stört uns nicht, den sehen wir nicht und wir sparen Holz. Ja, kleiner Tipp von mir, ist mir eingefallen. Jetzt machen wir, nee, stopp. Wir machen nicht mehr Birkenholz, weil mir gefällt das tatsächlich nicht so sehr. Wir können ja mal ein Stück noch mal wegreißen. Moment mal. Ja, die Abbau-Animationen sind gerade richtig geil. Ja, das 1.12er Update ist ja jetzt schon eine Weile draußen und ja, das Bett ist noch, Texture Pack war es eigentlich blau. Es gibt jetzt farbige Betten, also man kann die Betten auch umfärben. Mal schauen, ob wir das irgendwie mal nutzen. Wobei rot finde ich eigentlich ganz nett, aber das Blau hat mir auch gut gefallen. Wir können ja mal durchprobieren. Moment, ich reiße jetzt den Boden gerade raus und dann nehmen wir mal ein anderes Holz. Wir haben Eichenholz. Da nehme ich jetzt mal ein bisschen was. Davon nehme ich mal 8. Ich glaube, ich muss auch wieder neues Holz farmen, weil wir sind schon ziemlich abgebrannt. So, das Holz war schneller weg, als es kam. Egal. Dann können... Ach so, naja, egal. Dann kann ich auch noch mal eine Timelapse machen, wo ich Holz farme. Jetzt verlegen wir hier noch mal Eichen, Boden. Und ich glaube, das sieht wirklich besser aus. Sonst müsste ich mich mal auf die Suche nach Schwarzeiche machen. Sonst können wir erstmal
Eiche verwenden. Also Helleiche. Ja, das hier wirkt so ein bisschen unspektakulär. Ich reiße jetzt hier erstmal den Boden raus. Aber stimmt, wir haben ja noch Eichenholzstufen. Die können wir noch probeweise verlegen. Wir kriegen wahrscheinlich nicht den ganzen Raum damit voll, aber wir können schon mal gut gucken, wie das Eichenholz aussieht als Boden. So, die Axt ist kaputt. Haben wir noch einen Ersatz? Wahrscheinlich nicht. Dann machen wir uns mal gerade eine neue. Ja, es gibt ja jetzt auch in Minecraft nicht mehr diese Erfolge, sondern diese Fortschritte. Was noch toll gewesen wäre, wenn es ja auch so ein... Oder gibt es hier ein Belohnungssystem? Ich glaube nicht. Ja, ist aber schon mal gut eingeteilt. Na, nicht schlecht. Also, cool wäre es gewesen, wenn man irgendwie eine Belohnung noch vergeben hätte. Vielleicht irgendwelche Spezialfähigkeiten, zum Beispiel mehr Leben oder eher sowas halt so. Ihr kennt ja diese Attribute aus Rollenspielen bestimmt. So, Magieresistenz. Okay, Magieresistenz passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig in Minecraft rein, aber... Ja, irgendwas anderes noch. Was gibt's noch so? Ja, Rüstung, genau. Wobei, Magieresistenz, da könnte man sagen, die Effekte machen nicht so viel Schaden an einem. Oder die halten nicht so lange. Sowas halt. So, jetzt haben wir fast den Boden verlegt und können gucken, wie das aussieht. Das sieht trotzdem noch nicht ganz so toll aus, finde ich. Leute, wisst ihr, was ich mache? Ich mache den Boden jetzt erstmal provisorisch. Also, ja, unter den Kisten ist jetzt Leerraum, aber ja, ich bin unentschlossen. Also, wirklich gefallen tut mir das nicht. Da würde ich lieber, wobei einen Steinboden könnte man, glaube ich, auch nehmen. Also Steinziegel sehen nicht so gut aus, finde ich. Aber vielleicht Cleanstone. Haben wir nicht hier, nicht hier. Mein Baumaterial war hier. Oder Andesit, genau, wir könnten ja von den neuen Steinen was nehmen. Wobei, nee, das passt nicht zu dem Holz. Diese drei Steine passen nicht so gut zum Holz. Naja, egal, wir können ja den Boden jetzt erstmal so drin lassen und... Wenn wir etwas Besseres finden, reißen wir ihn wieder raus. Also an sich fände ich Schwarzeiche ganz gut. So, jetzt lernen wir erstmal das Inventar. Das ist nämlich ein bisschen voll, was auf Dauer unübersichtlich werden kann. Und wo habe ich denn Pflanzen? Hier, genau. Setzlinge. Nein, das Steinschwert bleibt bei mir erstmal. Oder es kommt in die Werkzeugkiste. Dann die Schuttkiste haben wir wo? Das ist, glaube ich, die Schuttkiste. Genau. Da kommt die Erde rein und... Gut. Oh, jetzt ist Nacht. Dann gehen wir mal Bubu machen. Dann können wir noch das Zuckerrohr ernten. Oh, da brennt ein Skelett. Kriegen wir das noch? Wahrscheinlich nicht. Halte durch, ich werde dich erlösen von einem... Na gut, wir kriegen keine EP, aber wir kriegen Knochen und Pfeile. Na gut. Ist auch schon mal akzeptabel. Und jetzt snacken wir uns mal gerade das Zuckerrohr. Genau. Da haben wir noch eins weggemacht. Genau, das soll ja auch nachwachsen. Ist jetzt irgendwie was ins Wasser gefallen? Offenbar nicht, oder? Wir müssen auch hier gucken. Aber nee. Wir haben alles. Wenn wir verzaubern wollen, dann brauchen wir viele Bücher. Nicht unbedingt fürs Verzaubern, aber für die Bücherregale. Weil ich möchte direkt die guten Verzauberungen draufklatschen. Dafür kann ich mir jetzt die EP sparen und ich hoffe, dass ich so schnell nicht sterbe. Vor allem nicht, wenn ich noch mehr EP habe. Jetzt habe ich ja 10 Level. Mit EP meine ich natürlich Level. Aber, ja, es sollte... Ja. Also, wenn wir sterben, dann jetzt. Weil jetzt haben wir ja noch nicht so viel, aber später sollten wir aufpassen. Okay, ich würde mal sagen, wir farmen jetzt auch ein bisschen Holz, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir ziemlich viel aufgebraucht haben. Ich würde mal sagen, Timelapse. Okay, das soll jetzt erstmal genug an Holz sein. Wir können ja noch die Setzlinge und Äpfel einsammeln, die fallen.
Und dann erkunden wir noch ein bisschen die Gegend. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Ob wir vielleicht sogar ein Dorf oder sowas entdecken. Das wäre übel nice, wenn wir ein Dorf finden. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen wie in der ersten Folge. Ich möchte mich schon gerne ohne Koordinaten orientieren. Ja, hier haben wir noch eine ganze Menge an Setzlingen. Wie viele haben wir jetzt? 19. Und ich habe garantiert keine 19 Bäume gefällt. Also haben wir eigentlich schon gut was wiedergeholt. Und wir haben auch noch einige Setzlinge in unserer Truhe. Wo war die nochmal? Die war hier. Genau. Eichensetzlinge haben wir. So. Kopfrechnen. Wir haben jetzt 18 Eichensetzlinge. Ja, wir haben ja auch noch diverse Birkensetzlinge, oder? Genau. Zuckerrohr kann ich bei der Gelegenheit auch gerade in Sicherheit bringen. Genau. Nahrung haben wir hier. Wir haben schon 15 Äpfel. Goldäpfel wären ganz nützlich im Kampf gegen den Wizard und den Enderdrachen, wenn ich die beiden Kämpfe bestreiten werde. Das möchte ich auch gerne offen lassen. Vielleicht brauche ich einfach auch ganz gemütlich, nur wir werden mal sehen, wie lange wir das hier durchziehen. Okay, die Pfeile bringe ich auch erstmal in Sicherheit, weil um richtig mit dem Bogen zu kämpfen, da hätte ich gerne mehr. Oder ein Infinity-Bogen, da haben wir noch einen Apfel. Wenn wir schon rausgehen, können wir die ganzen Setzlinge auch noch einsammeln. Das ist Mohn. Können wir uns auch gerade snacken. Oh ja. Ja, jetzt habe ich übrigens das Rezeptbuch erstmal gecheckt. Wenn man irgendeinen Gegenstand aufsammelt, den man weiterverarbeiten kann, dann findet man die Sachen, zu denen man die anderen Sachen weiterverarbeiten kann. Okay, Leute. Mal gucken, wann wir das Dach vollenden. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Ich danke euch. Moment, sind wir noch ein bisschen nett. Jo, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. In der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, das Dach wahrscheinlich weitermachen oder sogar vollenden. Moment, ich dachte gerade, das Texture-Pack wäre irgendwie verbuggt. Das sieht irgendwie so aus, als wären die Handschuhe Erdblöcke. Aber egal. Leute, ich bin raus. Ciao.